Und es geht schon weiter bei Let's Play Sleeping Dogs. Ich bin euer MC Muffix. Im letzten Part waren wir im Bang Bang Club. Und dort, was haben wir da Schönes gemacht? Wir haben natürlich mal wieder ein paar von Dockers Schlägern alle gemacht. Und dann haben wir Benny wieder zu Winston gebracht. Denn der ist zu Docker übergelaufen. Aber mit dem wunderschönen, tollen Überzeugungspotenzial, was Way hat, da. Mit seinen tollen Fahrkünsten hat er es geschafft, ihn wieder zu Winston zurückzubringen. Und wir hatten ein kleines Date mit Amanda. Ja, ja. Und jetzt machen wir das da. Ja, verdammt, warum muss das ein Truck sein? Komm. So schön. Okay. Und wir waren auch bei unserem alten, ehemaligen Sensei. Und ihm wurden ein paar Statuen geklaut und eine Statue können wir jetzt zurückbringen, die wir nämlich bei Benny gefunden haben. I found one of your statues. Ah, the dragon. Wonderful. I must confess, I was surprised to see you back. I had hoped that you might have escaped Hong Kong. Escaped its influences. Its problems. We took them with us when we left. So coming back didn't change much. Are you ready to confront them now? Yes, I think so. Das können wir nur hoffen. Und jetzt können wir eine neue Kampfkunst lernen. Power-Knie-Attacke oder Angelschlag? Ich nehme Power-Knie-Attacke. Die ist leichter zu trainieren. Okay, anvisieren, dann zack. Ah, nee, falsch, das ist. I see you have studied Wu Ju, ancient master of defeat. Ja, mit so können wir unseren Gegner mal leicht betäuben. Das ist echt eine praktische Attacke. Oh, so, zack, zack und zack. Komm, 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 zack. Und unsere coole neue Attacke, was wir auch machen können. Was studying in California, super. Ah. Das tut weh. Silberling. Tut mir leid für den kleinen Cut. Es geht schon weiter. Wo waren wir? Wir haben hier gerade den Hintern versohlt. Okay, ja, wenn wir ihm noch eine Statue von ihm finden, dann sollen wir ihm die wiederbringen. Können wir gerne machen. Power-Knie-Attack haben wir jetzt gelernt. Okay. Kann ich da mich wieder draufsetzen? Ja, kann ich. Okay, was machen wir als nächstes? Hops-Hinweis, Martial Art. Ja, Hops, würde ich sagen. Aber ein paar Wheelies natürlich. Oh, sorry, sorry. Bruder? Das könnte man natürlich auch mal wieder machen. Wir könnten mal wieder eine von den schönen Kameras hacken. Und. Oh, sorry. Und dann wieder einen verhaften lassen. Drogenratzer, ja, genau das. Zack. Mit unseren neuen Kung-Fu-Tricks. Oh, oh, das ist ein Dicker, das ist ein Dicker. Weg da, weg da, weg da, weg da. Super, beide in die Luft schlagen. Zack, zack, zack. Kommen wir den an, schnappen. Ja, das klappt hier. Und dem können wir hier schön Takedown geben. Und was machen wir mit dem? Natürlich in die Telefonzelle. Und das gleiche machen wir auch mit dir. Ah, ich liebe es. Weg da! Komm, wie sieht den an? Oh, jetzt kommt wieder der Dicke hier. Ich meine, die packen einen, das nervt immer voll. Komm, 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 komm. Oh, hier. Wunderschön über den drüber gesprungen. Oh. Okay. Was war das? Wow, hat der uns viel Leben abgezogen. Okay. Und der kommt jetzt in die Mülltonne. Okay, dann machen wir es halt anders mit dir. Zack.
Ah, da kommen noch ein paar mehr. Aber die sollten keine davon achten. Ach, da hauen sie ab, die Feiglinge. Okay, wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Ah, da oben. Okay. Da müssen wir mal umschauen, wo der Verteilerkasten wieder ist. Kamera hacken, Kamera hacken, Kamera hacken. Ja, wo ist die Kamera? Hier irgendwo? Ja. Okay, Kamera hacken, kein Problem. Verbindung aufbau, ja, hey, gib mir die. Bla bla bla. Okay, jetzt kommt wieder mein Lieblingsminispiel. Ja, zwei, drei. Ja, die ersten beiden Ziffern stimmen schon mal. Boah, praktisch. Da kommen wir neun. Fällt gerade auf, ich habe ja die zwei von den Kästen ja schon gehackt, unter anderem den. Und theoretisch, ich könnte es mich sogar noch erinnern. Ich glaube, beim anderen war eine eins. Ich weiß, super Information. Hat niemand gesehen. Hat niemand gesehen. Also, irgendwann müssen wir jetzt halt mal nach Hause fahren und dann können wir das Hacken beenden. Sorry. Will keinen von euch überfahren. Will nur ein paar Sachen kaputt machen. Oh oh, hör ich der Polizei? Oh oh, nein, keine Polizei. Oh. Ja, okay, bevor wir jetzt da hingehen, mit dem Hopster das machen, würde ich sagen, tun wir uns hier erst nochmal die beiden Kästen, die wir auf der Karte sehen, hacken. Und wo sind hier Gangster? Wo sind hier Gangster? Ich sehe keine. Da oben sind welche, aber die will ich ja nicht. Da hinten müssten sie irgendwo sein. Boah, wo verstecken die sich? Hallo meine Kleinen, ihr kriegt jetzt auf die Kloppe, auf die Kloppe. Wollt ihr nicht auf die Kloppe? Doch, sie wollen natürlich auf die Kloppe. Und da sehen wir gleich den Kasten. Zack. Oh nee, so einer. Au. Au. Warum muss das schon wieder ein Dicker sein? Ich mag die nicht. Und dann machen wir jetzt. Zack! Wunderschön. Nehmen wir ihn und zack, zack. Zack. Schön ausgenockt. Und den packen wir jetzt und den stecken wir in die Mülltonne. Er sagt, du kommst in die Mülltonne. Du bist in der Mülltonne. Oh ne, der Dicke. Hau ihn. Hau ihn. Lass mich doch in Ruhe hier. Was bist denn du für einer? Einen müssen wir noch ausknocken. Und dann haben wir ausgenockt. Ha, ich liebe die Schlägereien. Schläger besiegt. Komm. Kann man da wieder hacken. Ach, jetzt kommt noch so ein schönes Minispiel. 0, 1, 2, 3. Okay, 1 und 3. Dann machen wir da mal eine 4 und dann eine 5 hin. Ja, die 3 stimmt. Die 1 würde ich sagen, kommt dahin. Und da tun wir mal eine 6 und eine 7. Okay, da muss eine 6, dann eine 9. Ich weiß nicht, irgendwie muss immer eine 9 drin sein. Kommt mir zumindest so vor. Das ist eine 8, okay. Dann habe ich da hinten noch einen gesehen. Von den Punkten, oder? Ah, super, die sind ja nicht markiert. Oh, der ist ja da hinten. Ach, super. Egal. Komm, klauen uns hier das Auto. Ich hoffe, das sieht jetzt kein Bulle. Way. Hallo? Nach 100 mal draufklicken, öffnest du auch mal die Tür. Finde ich nett. Was war das? Was zur Hölle macht der da? Also wenn ich X drücke, dann tut er aus dem Fenster schauen. Finde ich schön. Aber was ich echt interessant finde, wir haben immer noch keine Schusswaffe. Also ich meine halt, ich weiß nicht, wie lange hat es bei GTA gedauert, dass wir eine Schusswaffe hatten? 2 Minuten? Wie lange hat es bei Saints Row gedauert, bis wir eine Waffe haben? 5 Sekunden? Erste Szene? Bricht man eine Bank ein? Okay, da sind ein paar Schläger, um die will ich mich jetzt kümmern. Einfach weil ich es kann. Und weil da ein Tresor ist. Komm, hau's ab. Au!
Hack in dir. Oh, das hat wehgetan. Komm. Boah, schon wieder so einer. Zack. Und jetzt noch ein schöner Frame Drop. Der kann ich aber auch nicht mehr. Und da kommt der da. Willst du dich wirklich mit mir anlegen? Du tust mir leid. Boah, Slow-Mo. Spiel schon brutal. Übrigens, ich habe die Pegel-Version, die noch ein wenig brutal ist. Die ist aber natürlich auch viel cooler, deswegen. Zumindest ein paar der Umgebungskills würden in der normalen Version nicht drin sein. Und das finde ich echt schade, weil das entstellt meiner Meinung nach immer ein wenig die Spiele. Ist zwar dann nicht so gravierend wie zum Beispiel Bulletstorm, wo das Spiel in der normalen Version wirklich grottig ist. Aber trotzdem. Okay, was müssen wir machen? In den Hühnerlaster. Hühnerlaster? Lebende Hühner? Das sieht mir ganz aus. Lebende Hühner, okay. Und irgendwo hier müsste Popstar sein, schätze ich mal. Finally. Ah, da ist er. Und was ist natürlich besser als ein Van? Weil in normalen Ländern, da benutzt man ja einen Van. Wir benutzen einen Hühnerlaster. Und gleich mehr 5 Sachschaden gemacht. Schön. Okay, ja, jetzt müssen wir ihn hier beschatten. Halten Sie sich an die Verkehrsregeln, um unentdeckt zu bleiben. Ja, das ist gut. Es war bei meinem ersten... Also, wie gesagt, ich habe ja... Ein Teil der Mission schon mal gespielt, unter anderem auch die und die darauf folgende Mission. Und das Lustige daran war, bei mir hat der Hahn hier einen Unfall gebaut und da war dann meine Misstrauensanzeige fast komplett gefüllt. Das war schon sehr, sehr fair. Aber hier, das Verfolgen gefällt mir echt gut, weil es ist relativ gesehen wirklich leicht. Weil man kann sehr in der Nähe von ihm bleiben, ohne dass sie dann gleich sagen, hey, du bist der Gangster. Und muss halt nur ordentlich fahren. Finde ich es auch realistisch, weil ich meine halt, wenn du ein anderes Auto nimmst, was nie jemand dich davor gesehen hat, dann weiß er doch nicht, dass du drin sitzt. Ich meine halt, so gut kann man doch da nicht reinschauen. Da tut man eine Cappy aufsetzen und dann weißt du nicht, dass du da drin bist. Aber in den meisten Spielen ist halt immer so, hey, du musst einen gewissen Abstand behalten, sonst hast du voll verkackt. Also wir dürfen natürlich jetzt auch nicht einen halben Meter hinter ihm sein, aber eine geringe Entfernung reicht hier schon, damit er uns noch nicht entdeckt, was ich gut finde. Und wir haben es geschafft. Okay, und was macht er jetzt? Hühnerlaster. Sorry, Hühner, gell, dass ihr so rumgeschickt werdet. Aber ganz ehrlich, könnt ihr uns nicht irgendwie so ein super cooles Auto geben, anstatt so ein Hühnerlaster? Okay, Entdeckung mit LB. Und da vorne ist eine Statue wieder, die können wir dann unserem Sensei wiederbringen. Okay, aber erstmal müssen wir jetzt hier warten, bis der Deal zu stattern geht. Natürlich muss es regnen und wir haben eine Cappy auf. Und jetzt müssen wir ein Foto machen. Let me see the stuff. Of course I got the stuff. Think I come to a drug deal without drugs? My shit is the best. Check it out. Schönes Foto. Nein! Oh, scheiße! Ich wollte das Handy nur wegmachen. Tut mir jetzt nicht leid. Dann machen wir es halt nochmal. Tut mir leid, ich tue nie wieder meinem ganzen Leben. Mein Handy wegmachen. Ich tue es jetzt immer jetzt behalten. Ich und mein Handy. Okay, was schauen wir hier? Welchen? Ach, cool. Psychologische Beurteilung von welcher Nacht? Die will ich gar nicht wissen. You got the stuff? Let me see the stuff. Of course I got the stuff. You think I come to a drug deal without drugs? Ja, zu einem Drogendeal ohne Drogen. Wird voll Sinn machen. Übrigens, ich glaube, es ist sogar egal, was für Fotos man hier macht. Also, man muss ja halt immer nur irgendwie fotografieren, egal was sie machen. Weil eigentlich, bis jetzt haben sie ja noch nichts Schlimmes an sich gemacht. Komm, so. Naja, so schön ist das Foto zwar nicht geworden, aber es sollte passen. Wann sie bis der Deal abgeschlossen ist, gut. Wir dürfen ja nicht unsere Tarnung verlieren. Denn der Popstar, der ist ja auch Sanali. Und es würde nicht so gut ankommen, wenn er herausfindet, dass wir eine Ratte sind. Okay, da nach hinten gehen sie.
Okay. Folgen Sie Popstar zu dem Deal. Gut, wir sollten getarnt bleiben. Das ist ein Wachmann. Wir können ihn natürlich nicht K.O. schlagen, aber sonst geht uns nicht. Und deswegen machen wir einen auf betrunkenen Seemann. I live here. I gotta sleep. Get to boat. Drunk. Get out of here. Oh, come on, man. Come on, man. I gotta. Oh, God. That's disgusting. Oh, shit. Ja, Way kann auf perfekt kotzen, immer wenn er will. Tolle Gabe, gell? Und den hat's auch zum Kotzen gebracht. Und jetzt können wir, wenn wir wieder normal gehen können, ja, kann man da hängen, die Stadt uns nehmen und da oben uns wieder hinstellen. Okay, die diskutieren da etwas über einen Deal. Okay, dann warten wir. Ja, okay, der Kotzende, der ist jetzt auch weg. Stört ihn nicht, dass wir aber weg sind, egal. Okay, die verhandeln hier den Preis aus für die Drogen. Kann man das nicht irgendwie so Videoaufnahmen machen oder sowas? Wäre praktisch. Naja, Fotos werden schon reichen. Okay. Oh oh, er bedroht ihn und er hat ihn erschossen. Oder hat ihn echt erschossen? Er hat ihn erschossen. Popstar ist tot. Did you get okay. Popstar supplier? I got him. So did Popstar. Two shot. Nein! Damn. Verdammt. Was soll das? Sets down the drug pipeline, please. And I'm giving you Popstar on a platter. I got the deal and the double cross on camera. Good work, Wei. Thanks. With Popstar gone, Sun On Yi is down to only one supplier. The bottleneck will create a lot of tension inside the triad. Watch your back, Wei. Okay. Ja, jetzt haben sie noch einen Dealer. Der Drogenpass sollte jetzt um einiges geringer sein, was natürlich praktisch ist. Die Frage ist eigentlich noch, wer der andere Dealer ist, aber den werden wir wahrscheinlich auch mal finden. Okay, steigen wir wieder in unser tolles Beschattungsauto. Ein Hühnerwagen. Und was kommt jetzt? Hühner zum Essen! Nein, jetzt kommen Polizisten. Really? Cops? Great! Keine Ahnung warum, weil wir haben ja eigentlich nichts Schlimmes gemacht. Wir haben echt nichts Schlimmes gemacht, wir waren ja nicht mal bei dem Deal beteiligt. Aber die haben wahrscheinlich die Schlüssel gehört. Ja, okay, das ist nicht so gut. Gut, dann werden sie es irgendwann mal schaffen, uns einzuholen. Was sie, wie es aussieht, nicht schaffen. Oh. Ja! Ah, verdammt, Sachschaden, das wollte ich. Weg da! Oh, wo ist der blöde Motorbike? Oh, ich will nicht so viel Sachschaden machen. Komm, fahr doch mal. Fahr doch voll da. Ach, egal, dann halt nicht. Zack. Komm. So, der ist down. Und das sollte es gewesen sein. Dann fahren wir es wieder zu der Undercover-Zentrale, tun unseren tollen Lieferwagen wieder zurückgeben und die Mission und der Fall ist abgeschlossen, würde ich sagen. Ein Erfolg. Punkt klar, no. We've charged Popstar and his top lieutenants. Conspiracy, trafficking, possession and murder. He'll get life. And we've seized what looks like an entire month's supply. Thanks, Wei. You've done more to stop drugs coming into Hong Kong than half the narcotics squad combined. Klingt nicht schlecht, würde ich sagen. 3 Kopferfahrungspunkte und das heißt, ein Level Up. Upgrades, was nehmen wir da Schönes? Action-Ausstieg. Wei kann in Zeitlupe während der bewaffnet ist von einem Fahrzeug springen. Okay. Wir sind nicht Superman, oder? Oh, Winston, komm sofort ins Restaurant. Das hört sich irgendwie nicht so nett an. Aber Winston ist ja im echten Sein nie so nett. Hoffen wir einfach, dass er mal eine Überraschung für uns hat. Vielleicht vertraut er uns jetzt mal. Das wäre jetzt ja mal nicht schlecht, weil ich meine, bis jetzt haben wir gut für ihn gearbeitet. Haben geholfen. Haben Benny wieder zurückgebracht.
Aber davor? Nein, 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 das will ich nicht. Ich will ja genau dahin. Zu unserem alten Sensei mal wieder. Und dort können wir ihm wieder eine Statue geben. Ich werde sicher glücklich drüber sein. Und wir erlernen dann eine neue Kampfkunst. Kannst du den Helm wieder absetzen? Wo tut er mir die Helme herzaubern, frage ich mich. I found one of your statues. A snake. I am grateful, Wei. I promised myself I wouldn't train members of the Triads anymore. Not good for one's karma. What makes you think I'm in the Triads? Don't lie to me. If there are things you can't reveal, don't. But never lie. How do we talk about the things I can't reveal? You don't need to. I knew you well once. I don't believe people change that much. Right. Appreciate your faith. What would you like to learn? Okay, neue Fähigkeit. Betäubungsangriff oder Angriffsschlag. Nehmen wir mal Angriffsschlag. Ah, das ist blöd. Cool, aber irgendwie hardcore blöd. Okay, dann müssen wir so und so. Nein, 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 nicht so. Nicht so. Nein, noch nicht so. Nein, nicht so. Oh. So. Ja, das ist schon nice. Faster! Harder! Oh komm, mecker doch nicht so. Ich glaube, der hat schon genug. Ach komm, der muss sich nicht mehr schämen. Wir machen das doch gut, habe ich gedacht. My shame at your performance grows by the minute. Nein, nein, nein. Okay, wir müssen die Taste halten, dann so. Oh. How can Wei learn? You provide such weak opposition. Okay. So, zack, ist nicht. Bin ich irgendwie voll schwer auszuführen, aber geht schon. So geht's natürlich auch. Zack. Boah, so macht man das. Oh, das hat auch weh getan. Ugly. Zack. Komm, hau, hau. Oh, und das ist der Knockout. Oder war das ein Knockout? Das war doch kein Knockout. Aber jetzt. I can see you struggling with the weight of your shame. Das ist ein Knockout. Please, stop by again if you find one of my statues. Okay, dann können wir wieder rausgehen. Nach einer schönen, entspannten und blutigen Runde, wie immer. Ist hier irgendwo mein Motorrad? Schade. Das ist doch normal. Das ist doch. Komm, steig drauf. Okay. Dann gehen wir mal zu Winston. Ich hoffe immer noch, dass er irgendwas Gutes für uns hat. Vielleicht mal irgendwie ein großer Auftrag. Das wäre doch mal nicht schlecht. Wir wollen ja in den Triaden mal aufsteigen. Okay. Aber bevor wir zu Winston reingehen, muss ich noch was machen. Was bist du denn? Fährt mich da zusammen. Nett. Okay, ich würde da gerne kurz mal reingehen. Weil irgendwo, glaube ich, gibt es hier eine Statue von unserem Freund. Ja, genau da. Ja, müsstest du meckern ein wenig. Statue. Okay, damit haben wir jetzt schon die vierte, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder ist sogar die fünfte? Ne, die vierte ist es. Okay. Und jetzt können wir zu ihm gehen. Thanks. It's fucking great when you're on my side. Wei, we've been waiting for you. You guys smell something? I do. Just a sexy cologne, sure. You know what happens to rats, Wei? Yeah, I heard. Conroy gave me all the details when he was helping me out on that mini. You're so sad! Who the fuck do you think you are, huh? You come in out of nowhere and suddenly our guys start to get arrested? He ratted out Popstar Winston. I know he did! Oh, you're gonna do it alone. This motherfucker right here is a snitch!
Is that right, Ming? You fucking rat. I sent you to Popstar, but now he's in jail. Yeah? And who stands to gain the most from that? You're gonna take over Popstar's whole ketamine racket now. No more scraps for you. You'll supply the whole city with drugs. You and Dog Eyes. Popstar's gone, but you're still dealing, aren't you? So who's supplying you? Are you guys actually listening to this asshole? He's a rat. He's a fucking rat. Take him to Hong Kong, young lad. Stop. You're still working for that bastard, aren't you, man? Wait, listen, I swear. Oh, he's a dirty fucker, man. Oh, fast, my wall. My wall. Fucking rat. Clean that up. Loyalty's important, Wei. Never forget that. You get in this business for yourself, you're bound to end up like little Lanta. Das war aber mehr als knapp. Ja, zum Glück sind wir keine Ratte. Okay, gut. Mission, ja, war jetzt nicht so unglaublich schwer. You know what happens to rats when he ran it out past all his head? I know he did. What are you gonna do to what? Ja, Wei hat Albträume. Hartes Leben als Undercover-Cop, würde ich sagen. Okay. Und wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann ist es, würde ich sagen, der perfekte Zeitpunkt. Noch nicht um einen Katzmann. Davor würde ich sagen, tun wir erstmal die Überwachungskamera für die beiden Drogen-Razzias benutzen. Verdammt, was, wir haben nur eine Kamera? Ich habe gedacht, wir haben zwei. Schade. Okay, ich würde sagen, das ist der Dieter. Das ist meistens der mit dem Koffer. Die Verhaftung läuft und er wurde verhaftet. So hört sich das. Nicht schlecht, würde ich sagen. We got them. We got them. Wir hatten eine Nachricht. Raymond, gehen Sie zu Pinks PC, holen Sie das Paket ab, kommen Sie dann zum Golden Call. Ping? Tang, möglicher Mord in der Rennszene, müssen reden. Mord in der Rennszene. Oh, das hört sich ja schon mal sehr nice an. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen kleinen Cut und im nächsten Part widmen wir uns dann am neuen Fall. Bis dann, euer MC Muffix. Ciao.